Hallo Lieben, ich bin Anna von Blumen Hansen auf Sylt und heute bin ich hier bei Schmitz-Floristik und durfte den Weihnachtsschauraum einmal für euch präsentieren und habe jetzt gleich nochmal einen kleinen Vortrag für euch und den stellen wir dieses Mal Corona-bedingt auf einmal online und das seht ihr jetzt. Ich habe die Themen von vorne teilweise aufgegriffen und ein bisschen anders umgesetzt. Wir haben ja vorne im Showroom schon verschiedene Farbthemen, da seid ihr bestimmt auch schon mal durchgelaufen und habt geguckt. Und wir haben da ein grünes Thema, beziehungsweise schon das schwarze Thema. Ich habe das mit dem Lindblumen ein bisschen kombiniert, um einfach nochmal zu zeigen, wie man zwei Farbthemen mal anders umsetzen kann, weil jeder Laden ja auch mal wieder ein anderes Modell fahren möchte und nochmal ein bisschen unterscheiden möchte. Deswegen habe ich alle Farbthemen ein bisschen abgewandelt. Hier drüben in der Mitte haben wir das Thema, was vorne unter dem Ockerton läuft. Da habe ich das Gelb rausgelassen und ein bisschen mehr mit Krähen, Naturtönen und Gold gearbeitet. Und in unserer Lösung ist so ein bisschen das Thema, was in Terrakotta-Ton mit drin hat. Terrakotta war ja ganz lange so ein bisschen aus den Haushalten verbannt. Nachdem man Terrakotta-Ton eine Lichttechnik an den Wänden hatte, wollte man das dann nicht mehr so viel sehen. Ist jetzt aber total im Kommen, gerade so diese warmen Orange- und Terrakotta-Filme in Kombination mit Rosé, mit Pink, mit kräftigen Farben, kommt total gut und kann man auch super schön umsetzen, auch in verschiedenen Varianten von richtig kräftig, so wie ich das hier einmal gemacht habe, dass man einen kleinen Eyecatcher hat oder halt auch wirklich was zarter wie das Modell daneben. Von der Technik her arbeite ich meistens in einer Deichform, ich komme also nur im Norden, da ist die Deichform natürlich naheliegend, das bedeutet, ich stoppe meine Grenze immer auf. Das ist, hat sich bei mir so in den letzten 3 Jahren entwickelt, wie ich das am besten mache. Man fühlt sich ja so ein bisschen zurecht und guckt, wie es am einfachsten geht. Ich habe da für euch hier links also einfach mal die Hälfte weggelassen, dass ihr das sehen könnt. Ich habe also einen Strohwürmer, die ich an einem Band umgekippt, die Optik. Darauf arbeite ich dann mit einem Steckschwamm. Je nach Material nehme ich dann einen Trockensteckschwamm oder auch hier einen Nassstechschwamm. Viele Materialien sind dann leicht darin zu stecken, gerade was so diese Trockenblumen, die ein großes Thema sind, die lassen sich viel leichter in den Nassstechschwamm stecken, weil die nicht so fest für die Struktur ist. Also immer, wenn ich in diese Richtung gehe, würde ich den grünen Oberflächenstechschwamm nehmen und nicht den grauen. Es ist einfach nur reinzustecken und ich arbeite dann eigentlich immer so, dass ich mir erstmal den Kranz abwickle, mit Band farblich passend, man kann es auch nur mit Kranzband abwickeln, wenn man jetzt, sag ich mal, bis unten arbeitet und der nur zur Erhöhung dient und gar nicht für die Optik dient, kann man es auch einfach, glaube ich, mit einem schlichteren Band abkommen. Sobald ich denke, okay, ich lasse das so ein bisschen durchschimmern und zeige das, mache ich es halt schon mit einem schönen Band. Ne? Von den Bändern kann man alles nehmen. Da drauf gehe ich dann mit dem Kranz, der ist zum einen einmal festgeklebt und ich gehe dann oft nochmal mit vorhin stehen rein, dass ich einfach nochmal ein bisschen fester habe und die Kerzenständer und gucken, dass sie so lang sind, dass sie bis unten in den Strohbogen mal reinladen und dann sind die auch wirklich stabil, da kann da nichts passieren. Genau, und beim Stecken habe ich jetzt hier bei den meisten Werkstücken eigentlich immer im Verlauf gearbeitet, also schon im Uhrzeigersinn gesteckt, dass man einfach ein bisschen Verlauf macht. Man kann natürlich auch über. So wie hier bei dem Kranz in Rosé. Da bin ich dann einfach mit 2 Strohwürmern übereinander gegangen. Ich bin dann auch mit Talking-Stäben übereinander befestigt und darauf wieder Kranz befestigt und der dann einmal ausgeschmückt und ausgesteckt. Grundsätzlich sind die meisten Kränze eigentlich fast alle gesteckt. Das ist auch die Technik, die ich bevorzuge bei Adventskränzen. Auch wenn wir mit frischen Blumen arbeiten, stecken wir die meisten Kränze. Es ist einfach schöner für die Wasserversorgung. Man hat eine, wenn man die Kränze wickelt, wir kennen das alle, die stehen in der Ausstellung und ein paar Tage später denkt man schon, auch das ist ja schon.
Und sobald wir anfangen, die zu checken, man kann immer ein bisschen spulen, man kann drüber gießen und kann das dem Kunden auch so erklären. Wenn man mag, kann man kleine Schilder anbieten, drauf steht gießbar, wenn man beide Modelle anbietet, auch dass das Bestellte ja natürlich ein bisschen hochpreisiger als ein entwickelter Kranz, einfach weil es zeitlich aufwendiger ist. Aber der Kunde ist oft schon bereit, dazu mehr zu investieren, wenn man es erklärt, dass es gießbar ist und dass man dadurch einfach auch eine längere Haltbarkeit hat und länger frisch ist. Sonst ist es ja oft so, dass der schon vom 24. ein bisschen trocken aussieht. Bei den Kränzen, die wir hier haben, sind wir sowieso komplett mit Trockenmaterialien gearbeitet. Und da haben wir das sozusagen nicht. Wenn man quasi mit Kränzen austauschen, ist natürlich auch ein guter Verkaufsgrund, dass man sagt, okay, einmal ein bisschen mehr investiert und anschließend nur noch die Kerzen wechseln. Und oft ist es so, dass die Kunden nicht mehr trotzdem einen neuen kaufen, weil man möchte ja auch, was zeitaktuell ist. Und dann hat man auch den neuen Verkauf auf dem Moment. Hier vorne in dem Bereich haben wir noch so ein bisschen herzlicher gearbeitet und noch ein paar Kerzen reingesetzt. Da habe ich auch so mal ein bisschen was Vegetatives gestellt, einfach als Raumschmuck. Wir haben Sortimenten, so richtig schönes Material, das wir hier auf der Seite drin haben. Also das sind teilweise so mein Lieblingsmaterial mit. Was ich euch eben zeigen möchte, das sind diese Nadeln, das sind die Kiefernadeln, die wir eigentlich nicht kennen und das sind die hier künstlich. Die haben eine total schöne Haptik und die kann man wirklich überall so zwischensetzen und die sind fast schöner als die echten. Weil die echten, wir kennen das alle, dann sind die so stark, dann sind die so lang, dann werden die braun mit der Zeit oder die sind einfach rechenartig, dann hat man nur halb im Paket. Und das ist echt natürlich interessant, man kriegt eine schöne Struktur mit in das Werkstück. Und die sehen super echt aus. Also ich kann es sonst gerne mal an mit der Maske durchschicken, um die mal zu zeigen. Was ich auch total schön finde, habe ich hier mit dem Thema auch viel gearbeitet, das sind so Anne. Nehmen die auch mal mit. So kleine Pfannenblätter, die sind einfach getrocknet. Und das ist auch, wenn man so ein bisschen natürlicher und vegetativer arbeiten möchte und so ein bisschen diesen Naturcharakter mit ins Wohnzimmer holen möchte, was ich denke auch, das ist ja leider wieder. Und ich stelle es dann auch, das ist ein neues Schiff. Dann kann man das mit diesen kleinen Sachen, die erst ganz unscheinbar auf die Lage vielleicht liegen und man gar nicht beachtet, ganz toll rüberbringen. Trockenpumpe haben wir ganz verstärkt auch in dem Thema eingesetzt. Das ist ja ein großes Thema jetzt gewesen, das letzte Jahr schon. Vorletztes Jahr fing das ja langsam an und es hat auch noch kein Abnehmen im Moment. Also der Trend bleibt uns weiter erhalten. Viele sagen, gut, das ist ja so die damals in meiner Ausbildung, ich jetzt nicht, da hatte ich da nichts mit zu tun, aber die Generation, die schon ein bisschen länger Touristen sind, die sagen, ach, das habe ich damals ja auch schon gemacht. Aber die Materialien, die sind teilweise jetzt noch schöner. Gerade wenn man den Muskus sich anguckt, der ist total schön von der Struktur. Wenn man den so anpasst, der ist halt nicht einfach nur getrocknet, ich ziehe jetzt hier mal ganz kreis raus, sondern der ist einmal leicht. Und dann wieder neu eingefärbt. Und dadurch ist der total flexibel und kann sich auch so richtig schön als Werkstück anschieben. Und das hat man halt bei den komplett getrockneten nicht. Den hatten wir am Anfang mit den trockenen Aufklang. Der ist sehr statisch und mit dem kann man wirklich ganz tolle Sachen machen, weil der sich super liegen lässt. Das gibt es auch ganz oft bei Lupus und bei verschiedenen anderen Sachen. Da kann man immer mal so ein bisschen fühlen und gucken. Denn das ist echt ein schönes Material und hat, finde ich, nicht mehr viel mit den Trockenblumen von früher zu tun, aber mit der Farbwelt. Von den Farben hier auch bei den Grenzen immer so ein bisschen diesen Ockerton mit reingenommen, zu den Klingtönen, zu Glitzer, zu ein bisschen leuchtendem Rosa. Einfach, dass man mal wieder auch guckt, dass man auch aus dem Farbthemen wieder ganz andere Grenzen zaubern kann und die trotzdem in einem Thema kombinieren kann. Einzelstücke finde ich ein großes Thema zu Advent. Dass man versucht, auch mal ein paar tolle Kränze ein bisschen was Größeres zu machen, was vielleicht im ersten Moment aufwendiger ist, aber dass man mal ein, zwei wirkliche Highlights auch im Laden zeigt und sagt, okay, das ist jetzt so ein bisschen aufwendig gewesen, da muss ich vielleicht auch eine Stunde oder anderthalb Stunden Arbeitszeit verrechnen. Wichtig ist, dass man die auch einrechnet und dann sagt, okay, man hat so ein paar Highlights stehen und da kann man dann auch wirklich sagen, zu dem Kranz oder zu dem baue ich dann noch kleinere Teile und ein bisschen was. Hat das zu, wo man sagt, okay, da ist halt für jede Preisklasse was da, aber wenn ein großes, tolles Teil da steht, dann werden sich die anderen kleineren Teile dazu auch verkaufen, wenn der dann nicht ins Preisbudget passt, weil das erstmal zieht. Also einen großen, tollen Kranz stehen zu haben, ist immer schon mal super.
genau, den habe ich doch eben schon mal erklärt, wenn du magst, kannst du eben einmal, den haben wir nämlich noch nicht, das ist jetzt hier ein Modell komplett aus Trockenblumen mit einem Hauch von Seide. Da haben wir mit einem Kranzblumen auch runtergearbeitet und haben dann quasi so hier gearbeitet. Genau, der ist einmal abgewickelt, genauso wie hier, der ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, weil man den quasi nicht sieht, der noch überdeckt sich, weil er nicht da nur darum, dass er ein bisschen höher rauskommt, dass wir so ein bisschen auf Höhe bauen können und einfach auch ein bisschen das Ganze höher machen. Da steckt auch wieder ein Verlauf und diese Trockenblumen, die werden natürlich einzeln angesteckt. Ne? Das ist zeitintensiv, aber es hat halt auch einen total schönen Effekt und ist auch mal wieder was so ganz in Weiß machen, was man ja sonst auch nicht gehabt hat. Also so ganz in Hell aus diesen Trockenblumen mit der Struktur ist wieder was ganz Neues für den Kunden. Die Trockenblumen sind in Sträußen und in Hubs und was man schon gemacht hat, ja auch schon gesehen worden von den Kunden wahrgenommen, dass es sowas gibt. Und wenn man dann aus dem Material, was der Kunde dann wirklich liebt und sagt, ah, das ist es, wenn man da dann auch noch Adventsfloristik draus macht, dann ist man auf der sicheren Seite, dass sich das genauso gut verkaufen wird. Wenn da das Pampasgras dann schon in der Vase steht, dann sieht fast der Kranz da perfekt zu. Also auch wieder so ein Thema, was ganz beliebt ist, kann man natürlich auch nicht adventlich umsetzen. Kerzen raus, kann man natürlich auch mit einer großen Kerze machen oder einfach im ganzen Jahr stehen lassen oder liegen lassen als Kranz. Also da kann man den Kunden natürlich als Verkaufsargument auch wieder ein paar gute Sachen sagen, dass der ja nach Weihnachten nicht unbedingt vorbei ist, weil es sind ja keine Kugeln zwingend drin, man kann das ein bisschen natürlicher halten und hat dadurch halt auch bei den Lehrstücken wieder den Mehrwert, dass ein gutes Verkaufsargument ist. Wie lange der dann noch unten am Ende steht, ist die andere Frage, ob er dann nicht doch wieder was Neues kauft, aber es ist auf jeden Fall wieder ein Grund. Da sagt man also mehr zu investieren und den Kunden das auch so zu erklären. Genau, und ja. Erzähl mal, wie viele Kränze wir liegen haben, weil ich die immer im falschen Weg gestellt habe. Genau, das ist auch ein super Punkt. Das ist ganz wichtig, und zwar haben wir hier, das sind hier die Kränze, die ich eigentlich am liebsten verarbeite. Das ist der Oasiskranz mit der Haarschaumunterlage. Und das Gute bei denen ist, man kann halt durchstechen. Das heißt, wenn ich die Kerzen reinstecke, stelle ich bis in den Strohrum. Das Ding ist dann stabil, also da bewegt sich nicht mehr. Und wenn wir die mit dem Hartplastikteller haben, also sowas hier, halt die Kerzen nicht gedacht. Davon haben wir bei Blum Hansen ungefähr, lass mich nicht lügen, 40 Stück in den Garten. Ja, die braunen lassen sich gehen, wenn wir auf. Die braunen kannst du auch durchstecken. Aber man kommt da nicht wirklich durch. Nein. Ach, genau, und jetzt haben wir so ungefähr 40 von denen, 60 von denen. Ja, schade, dass wir nicht so viele Beerdigungen haben. Wenn ich da 40 Urnenkränze stecken soll, dann bin ich aber noch 2040 beschäftigt. Da darf man nur wickeln. Also da darf man nur auf Naturbastverschlingen wickeln, was sich alles abbaut. Also ja. Richtige Kränze kaufen ist wichtig dabei, dass es wirklich stabil ist. Zu diesem Aufstatten ist das ganz gut. Wenn ich da jetzt einen Frisch drauf arbeiten würde, würde ich mir einfach von dem Oasis nochmal oben drauf einmal nochmal eine Lage aufstocken. Dann teile ich den einfach durch vier und setze den drauf und befestige das mit Tomischen. Das geht auch super, wenn er nass ist. Und dann hat man einfach nochmal ein bisschen mehr Höhe, um gleich vorn zu stecken. Jetzt, wo wir das runter haben, von der Höhe hier passt das bei dem auch so. Aber so wie bei dem hellen Trockenkranz habt ihr auch nochmal aufgestockt, einfach mit Stamm, dass es ein bisschen höher ist. Das ist von der Optik einfach, das muss natürlich jeder, man kann das Ganze natürlich auch flacher stecken, aber ich finde diese Optik, wenn es ein bisschen hochkommt, einfach schöner. Und es ist nochmal ein bisschen anders als das, was man sonst hat, wenn die alle so platt auf den Tisch liegen, sag ich mal. Ne? Das kommt so ein bisschen höher raus. Bei den Arbeiten, das ist so, nämlich ich hatte eine Hilfe, die Birgit hat mich unterstützt bei den Arbeiten und da ist eine Frage aufgekommen, da habe ich gesagt, Mensch, warum machst du das gar nicht in Hauptnehmen und Gegengruppe? Und dann hast du zumindest gesagt, Hauptnehmen und Gegengruppe, das hatte ich irgendwann mal in der Schule. Wie viele von euch arbeiten denn bei ihrem Werkstück und gezielt mit Hauptnehmen und Gegengruppe? Irgendjemand? Also schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja die Schalen, die sind zum Beispiel alle in Hauptnehmen und Gegenhufe gesteckt und auch bei sowas hier. Aber ich habe dann so ein bisschen mal gefragt und auch auf den Laden hinbekommen, dass viele das gar nicht, also wir haben es ja alle gelernt, irgendwann in der Schule, das ist ja noch raus angekommen und da wurde das erklärt, dass es gruppiert wird. Aber ganz viele setzen sich gar nicht mehr um. Und gerade bei Advent ist es für mich
ist, ist immer in Gruppen aufgeteilt. Also keine gleichmäßige Steuerung, sondern immer gruppiert. Ich finde es persönlich schöner, weil es ein bisschen Struktur ins Ganze bringt. Und es ist halt ja schon der klassische Weg, sage ich mal, also schon die Basic der Floristik mal wieder bewusst wahrzunehmen und einfach vielleicht nochmal überlegen, Mensch, wie war denn das überhaupt mit der Haftlinie? Vielleicht kann ich das gezielter in meinen Lehrstücken auch nochmal umsetzen und nicht einfach nur wahllos auftreten ohne System und einfach nochmal so mit dem System arbeiten, wie man eigentlich kennt und hatte. Das ist so beim Arbeiten auch gekommen, dass es gar nicht mehr so irgendwie negativ drin ist, wenn man sagt, 20, 25 Jahre im Beruf ist. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne